Chronische Schmerzen sind ein stilles Leiden. Man zieht den Betroffenen ihre Beschwerden selten an, aber innerlich verzweifeln sie. Wenn keine klassische Therapie mehr hilft, ist eine Schmerzklinik oft der letzte Ausweg. Letztendlich ist das Schmerzzentrum ein Ort, an dem Patienten mit chronischen, seltener akuten Schmerzen behandelt werden. Und letztendlich ist es eine spezialisierte Behandlung von einem Behandlerteam aus Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Kollegen verschiedener Fachrichtungen, die sich mit dem Thema Schmerz einfach auskennen. Zum Einsatz kommt oft die multimodale Schmerztherapie, eine Behandlung aus verschiedenen Fachbereichen, individuell auf den Patienten abgestimmt. Das ist ein ganz buntes Spektrum eigentlich. Der Schwerpunkt erstmal klar schulmedizinisch orientiert. Und unser Ansatz ist eben dieser integrative Ansatz aus beiden Welten, der schulmedizinischen Welt, aber auch den komplementären Therapieverfahren, den naturheilkundlichen Verfahren, das Passende für den Patienten zu finden. Die meist vierwöchige Intensivtherapie soll den Patienten helfen, eine Verbesserung des Beschwerdebildes zu erreichen. Sei es mit Akupunktur oder Physiotherapie bei Schmerzen im Bewegungsapparat. Entspannungstechniken und Herzratenvariabilitätsmessungen zur Stressbewältigung. Oder medikamentösen Behandlungen wie Botox oder Antikörpern bei chronischer Migräne. Die Behandlungsmethoden sind so vielfältig wie die Schmerzen der Betroffenen. Schwerpunkt ist sicherlich Schmerz im Bewegungsapparat. Hier auch nochmal die Arthrose, der Rückenschmerz. Patienten, die vielleicht vor einer Operation sich noch in eine konservative Therapie begeben. Manchmal Patienten nach einer Operation, wo die Schmerzen anhalten. Aber häufig Patienten, die austherapiert sind, wo man mit konventionellen Therapiemaßnahmen nicht weiterkommt. Auch Kinder mit Kopfschmerzen beispielsweise können bereits spielerisch an die Gründe der Schmerzen und potenzielle Lösungen herangeführt werden. An Schmerzkliniken kann man sich in Eigeninitiative oder auf Anraten eines Arztes wenden. In einer Vorabdiagnose wird dann bei Bedarf ein individueller Behandlungsplan geschaffen oder man informiert sich vorab bei einem Tag der offenen Tür.